Zypling, die ab Mitte des Jahres den Bahnhof Trog unter der alten Reichsbahndirektion ausheben will, plant nun, nachdem der Abriss des denkmalgeschützten Gebäudes von Stadt und Land nicht genehmigt wurde, das Gebäude in einen Schwebezustand zu versetzen. Das ganze mächtige Gebäude soll aufwendig auf Betonpfeiler gestellt werden. Die Technik gäbe es zwar, würde aber in dieser Größenordnung weltweit erstmals angewandt. Also auch am anderen Ende der geplanten Baustelle, am anderen Ende der, wo der auf dem einen Ende ist der Düker, am anderen Ende die alte Reichsbahndirektion, auch an diesem Ende der geplanten Baustelle des Schrägbahnhofs wird immer hektischer eine Bauvariante nach der anderen aus dem Hut gezaubert. So abwegig erscheint es mir dieser Tage nicht, dass die ganze Varieté-Aufführung S21 abgesagt werden muss. Normalerweise ist der Kulturbeitrag fester Bestandteil der Montagsdemo, die ja an sich schon ein Markenzeichen von Kultur in Stuttgart ist. In dieser Form und Kontinuität einmalig in Deutschland. Ausnahmsweise gibt es heute keine Musik, aber das wird in der Zukunft nicht so bleiben. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre regelmäßige Spendenbereitschaft, die es ermöglicht, jeden Montag Bühne und Technik zu finanzieren. Auch heute sind wieder akkreditierte Spendensammler mit verplombten gelben Parkschützerdosen unterwegs. Seit 20 Jahren wird Stuttgart 21 angeblich geplant. Herausgekommen ist ein implodierender Murks. Und seit 20 Jahren wird versucht, die sich im Öffentlichen, in unserem Besitz befindliche Bahn an die Börse zu verhökern. Zu Ihnen spricht der Politikwissenschaftler Winfried Wolf, der unter anderem verkehrspolitischer Sprecher der PDS im Bundestag war und heute der Sprecher der Initiative Bürgerbahn statt Börsenbahn ist.